Und hier ist der Pausenpfiff und hören wir uns gleich an, was der Rapid-Trainer zu sagen hat. Hans Huber, bitte. Ernst Dokopil. Die Austria führt 2:0. Rapid hat mehr vom Spiel. Was wird in der zweiten Hälfte passieren? Ja, wir haben sehr wenig Chancen. Dadurch, dass die Austria hinten stehen bleibt, nicht rauskommt, sich keine Blößen gibt. Wir stehen sehr schlecht im Mittelfeld und es wird sehr schwer. Danke. So, und wir melden uns in Kürze wieder. Zweiten Hälfte, Rapid Austria. Hier haben sie den Pausenstand eingeblendet. Und Hans Kranke, wären Sie noch Rapid-Trainer oder wären Sie Rapid-Trainer? Was hätten Sie jetzt in der Pause gesagt? Auf jeden Fall muss man jetzt von Anfang an sofort probieren, den Anschlusstreffer zu erzielen. Das heißt, trotz allen Risikos ganz einfach vorher auf Angriff zu spielen, probieren, das Tor zu erzwingen, damit das Anschlusstor fällt. Ich glaube dann, wenn das Anschlusstor für Rapid so schnell wie möglich fällt, dann ist alles noch offen. Es birgt natürlich die große Gefahr, dass Austria, die sehr kompakt sind in der Abwehr, durch einen schnellen Konter, den sie einmal sehr, sehr gut gespielt haben, das dritte Tor macht. Diese Gefahr, ich glaube aber, dieses Risiko muss man eingehen. Was ich bei Rapid vermisst habe in der ersten Hälfte, ist die Aggressivität, mit der Rapid zuletzt gespielt hat. Es fehlt die Aggressivität, es fehlt die Spritzigkeit. Vorne, noch einmal, der Markus Bürk hängt allein vorne. Die Spielträger Mandreko, Herav, Kübauer und Slivovski kommen nicht so ins Spiel, wie sie wollen. Und das ist das Problem für Rapid. Weil Rapid hat in 45 Minuten keine Torschance herausgespielt. Daher können sie auch nicht auf ein Tor hoffen, weil sie ganz einfach diese Chance, diese große Chance nicht herausgespielt haben. Es war vielleicht das von Barisic abgefischt über die Lotten. Das war eigentlich eine zufällig abgefischte Chance. Anpfiff also zur zweiten Hälfte. Ja, man sieht schon, wie sie beginnen, nicht? Das, was ich gesagt habe, ein Pass zurück, ein weiter Pass am Malasek. Fallen an der 16 Meter Strafraumgrenze, das ist das einzige Rezept, was vielleicht das gewünschte Erfolgserlebnis bringen kann. Freistoß für Rapid, Freistoß durch Barisic. Schießt er wieder direkt? Könnte sein. Das ist ein Schlingel, könnte sein, dass er direkt schießt. Ja. Und Anschlusstreffer. Das ist das passiert, was ich gesagt habe, natürlich. Jetzt werden wir schauen, wer überhaupt das Tor erzielt hat. Da war so ein Tumult. Für Rapid. Der Hatz lässt sich feiern. Der Hatz. Durch Hatz. Wir werden sehen. Auch das Slivovski war dort, aber Torschütze Hatz, hier sehen wir es noch einmal. Er streckt Rauch auf. Hatz, jawohl, Hatz. Hatz. Ja, der Hatz erwischt ihn vor dem Schmötzer. Schmötzer ist wieder an der Linie geklebt. Das ist, glaube ich, die Schwäche, die er hat. Er ist nicht herausgekommen. Der Hatz hat fast ein, zwei Meter vom Tor das Tor gemacht. Da muss der Tormann heraus. Außerdem war es ein sogenanntes Nebeltor. Rapid hat das erreicht, was Sie prophezeit haben, damit noch der Umschwung kommen könnte. Gleich nach der Pause, der Anschlusstreffer durch Hatz. Jetzt wird es wieder, glaube ich, sehr interessant. Es kann ganz interessant jetzt werden. Jetzt muss Rapid kommen. Ogris. Sehr schöner Pass. Ja, klassischer Konter. Prosenik, Ogris sind die zwei Spielerpersönlichkeiten, die heute das Spiel prägen. Jetzt herrlich freigespielt. Prosenik auf Ogris, Ogris wieder zu Prosenik, herrlich in den Lauf. Und Prosenik krönt seine Leistung mit diesem dritten Tor. 3:1 also für die Austria. Das Ganze in der 58. Spielminute. Rapid bekommt zu leichte Tore. Sehr schön von Andi Ogris, sehr schön gesehen da. Wieder ist Cookies weg von ihm, kommt zu spät und der Prosenik in seiner Form
trifft den Ball. Wenn man die Form hat, wenn man das Selbstvertrauen hat wie der Prosenik, dann macht man das Tor. Zuerst deutet Ogris einen Schuss an. Passt herrlich nach halblinks, ja. Jetzt wird es wieder schwer. Jetzt war der Druck kurz da, kalt abgeschossen. Dritter Angriff, wieder Tor. Optimale Chancenauswertung heute von der Austria. Optimale, das muss man sagen. Optimale Chancenauswertung. Also besser kann man die Chancen nicht verwerten. Etwas mehr als 25 Minuten bleiben Rapid noch, um vielleicht das Spiel umzudrehen. Oh je, jetzt gibt es einen Ausschluss. Ja. Kühlbauer. Gelbrot. Das muss man sich jetzt in der Zeitlupe anschauen. Ich habe mich schon auf den Ball konzentriert. Wahrscheinlich hat er wieder kritisiert. Nein, es war ein Foul. Ich glaube, es war ein Foul. Aber der Ball war schon weitergespielt. Wir haben uns konzentriert aufs Spiel. Es war nachher. Ich möchte bitte die Zeitlupen haben. Die brauchen wir jetzt. Ah, das trifft Rapid doppelt schwer. Ausschluss Kühlbauer. Könnte eine Vorentscheidung gewesen sein, beziehungsweise vielleicht sogar die Entscheidung, muss man so sagen. Moment. Naja, das ist ein Blödsinn. Es ist ein Blödsinn, wenn ich die Gelbe habe, wer war besser. Ich weiß jetzt gar nicht, man sieht jetzt gar nicht, wen man da drauf hat. Ich glaube einen Jungen. Nicht den Schmidt, gar nicht den Schmidt. Könnte der Kogler gewesen sein. Werden wir noch sehr, sehr oft im Fernsehen sehen, diese Szenen. Kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen. War unbeherrscht. Ein Unsinn. Rapid mit zwei Toren im Rückstand und einem Mann weniger. So haben sich schon Mannschaften mit 10 aufgerafft, das Unmögliche zu schaffen. Hat es im Fußball alles natürlich schon gegeben. Rapid zu wenig aggressiv, sieht man von der ersten Viertelstunde nach der Pause ab. Da hat Rapid an die Leistungen angeschlossen, die die Mannschaft im Frühjahr so beliebt gemacht haben. Jetzt noch einmal Marasek. Heraf. Pivanik. Und hier ist der Schlusspfiff. Austria Wien feiert in diesem Spieljahr den ersten Sieg über Rapid und zwar mit 3:1. Halbzeit war 2:0. Hier haben sie noch einmal die Torschützen Mielde, Ogris und Prosenik für die Austria. Hat es gleich nach der Pause für Rapid. Die Austria übernimmt damit wieder die Tabellenführung von Casino Salzburg. Und die Spannung im Titelrennen bleibt gewahrt. Rapid ist mit dieser Niederlage wohl aus dem Titelrennen. Hans Kranke, danke vielmals für den Co-Kommentar. Es hat Vergnügen gemacht.